Thank you.
zu der zweiten Supercode-Abschlusspräsentation. Diesmal das Ganze aber in einem etwas anderen Format. Heute nämlich das erste Mal online. Normalerweise findet das Ganze hier vor Ort an unserem schönen Campus statt, wo ich aktuell sehr alleine bin. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, aufgrund der aktuellen Lage das Ganze einfach online zu machen. Warum, wie, wo, weshalb, warum? Wir möchten gerne der Welt dort draußen zeigen, wozu Menschen drei Monaten in der Lage sind in Bezug auf Programmieren, weil wir oft hören, was soll man in drei Monaten schon schaffen oder wie gut kommt man durch. Heute habt ihr die Möglichkeit, quasi in der nächsten Stunde, in den nächsten anderthalb Stunden, vier Abschlussprojekte von unserem aktuellen Bootcamp zu sehen. Der Stream wird auch noch im Nachhinein zur Verfügung stehen, also auch für alle, die es heute nicht schaffen, keine Sorge, ihr könnt es euch im Nachhinein noch ansehen. Was erwartet euch heute aber generell? Wer bin ich? Ich bin Sergio Cardial, einer der Mitgründer von Supercode und stolzes Mitglied des Teams. Und ich habe hier heute die Ehre, den ganzen Abend etwas zu moderieren. Es kommen später dann die vier Projektgruppen. Ich erzähle am Anfang jetzt kurz etwas zu Supercode, Zahlen und Fakten, was sich seit dem letzten Mal verändert hat zu heute, also seit der letzten Abschlusspräsentation zu heute. Dann gehe ich auch ganz kurz auf den aktuellen Kurs ein und werde auch da ein paar Zahlen und Fakten teilen. Aber die Bühne gehört heute den 16 Supercode-Alumnis, quasi den vier Abschlussteams. Und deswegen werde ich gar nicht so viel und so weit erzählen. An alle da draußen vor dem Bildschirm, egal ob es ein Fernseher, ein Handy, ein Smartphone, meine ich, oder Laptop und Co. ist, wenn ihr Fragen habt, nutzt gerne den Chat in dem YouTube-Stream. Wir haben Gott sei Dank Menschen im Hintergrund, die mir quasi die Fragen dann weiterleiten werden. Wir können dann gerne live auf Fragen eingehen. Seien es Fragen zu meinem Part, zu dem allgemeinen Part oder später auch hinsichtlich der Projekte. Ja, seid herzlich eingeladen zu Fragen. Beginnen möchte ich, wie gesagt, einmal kurz mit Fakten und Daten zu uns, zu Supercode. Wer sind wir überhaupt? Wir sind ein anerkanntes und zertifiziertes Bildungsinstitut mit Sitz in Düsseldorf. Da bin ich auch gerade im wunderschönen Super 7000 Coworking Space und teilen uns hier die Räumlichkeiten mit vielen anderen Digitalagenturen oder Unternehmen oder Freelancern. Die größte oder mit einer der größten Veränderungen, die natürlich die ganze Zeit weiter stattfindet, wir haben neue Mitarbeiter bekommen seit dem letzten Abschluss. Dieser war, wenn ich jetzt nicht lüge, letztes Jahr, Ende Dezember, war der letzte Abschluss. Und seitdem haben wir drei neue Mitarbeiter. Das ist die Nathalie, die macht bei uns das Bewerbungscoaching und hilft uns bei der Zertifizierung. Und zwei neue Trainer. Jetzt haben wir das Glück, dass der Adrian Mastertrainer und der Georg Assistant-Trainer sind. Es ist noch mehr geschehen oder was ist noch passiert? Wir haben mittlerweile mehr Kurse. Heute hat der dreimonatige Vollzeit-Bootcamp im Bereich oder das Vollzeit-Bootcamp im Bereich Frontend-Abschluss. Wir haben aber jetzt nicht mehr nur noch Frontend-Kurse, sondern wir haben jetzt auch einen 5-Monate-Full-Stack-Kurs, der gerade frisch aus der Zertifizierung ist. Und wir haben seitdem auch einen Teilzeitkurs, der über 6 Monate geht, der sich mehr an Berufstätige richtet. Und zudem haben wir jetzt auch unser Portfolio aufgestockt mit Monatsworkshops. Das heißt, es können entweder Workshops sein für Anfänger auch oder tatsächlich Workshops, die einen von einem Level ins andere bringen, wenn man schon etwas fitter ist. Zum Beispiel React oder UX Design und. Also Mitarbeiter sind neu dazugekommen, es sind neue Kurse dazugekommen. Aber eine der größten Veränderungen war natürlich, und wahrscheinlich nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen Bildungsträgern dort auch, aufgrund der aktuellen Lage mussten wir unser Programm, unsere Kurse komplett auf online umstellen. Und das haben wir auch zu Beginn gemacht. Es gibt dann einen netten DigiHub-Artikel, vielen lieben Dank ans DigiHub an der Stelle nochmal, zu unserer Umwandlung zu einer virtuellen Akademie. Wer da noch Fragen hat oder wer sich das durchlesen möchte, wie wir da aufgestellt sind, auf der DigiHub-Seite gibt es einen tollen Artikel oder kann ich auch später noch hier teilen oder auf Facebook, LinkedIn und Co. findet man überall den Link. Online bedeutet, was hat sich verändert? Wir machen den Kurs nach wie vor mit den Inhalten, so wie auch geplant war, nur dass wir quasi jetzt getrennt sind von unseren Teilnehmenden. Die sitzen zu Hause und nutzen quasi modernste Mittel und Tools, die sie auch in der Praxis einsetzen werden, aktuell in unserem Bootcamp.
So viel erstmal zu Supercode und was sich bei uns getan hat. Aber kommen wir zu den Stars des heutigen Abends, zu den 16 Bootcamp-Teilnehmer und Teilnehmerinnen des aktuellen Bootcamps, was quasi gestern den offiziellen Abschluss hatte. Also gestern am 21. April war der offizielle Abschluss und heute nochmal vielen Dank auch an alle, die da sind aus dem Kurs. Das ist quasi nochmal das Sahnehäubchen, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Und auf freiwilliger Basis sind heute nochmal alle am Start. Vielen lieben Dank erstmal dafür. Was ist passiert? Am 20. Januar haben 16 Menschen sich dazu entschlossen, unser Bootcamp zu besuchen. Und 3 Monate sind vergangen. Heute haben wir den 22. April. Und nun haben wir 16 Supercode-Alumnis. Veränderung vom ersten Bootcamp zu dem Bootcamp, was jetzt quasi beendet ist oder gestern geendet ist, sind mehr Frauen endlich da. Wir haben es geschafft, von einer Frau im ersten Kurs nun auf 3 Frauen, sogar insgesamt auf 4, 5 Frauen insgesamt am Supercamp, am Supercode Campus aufzubauen. Mehr, mehr, mehr. Wir wollen auf jeden Fall beim nächsten Kurs nochmal die Frauenrate steigern, aber wir waren jetzt schon sehr froh, dass tatsächlich mehr Frauen den Weg in die IT-Welt und zu uns gewagt haben. Altersdurchschnittstechnisch sind wir wieder etwas runtergegangen. Wir kommen von einem im ersten Kurs 35 bis 40, ist der Altersdurchschnitt jetzt eher auf 25 bis 30, 35 gerutscht. Und die Hintergründe sind komplett divers. Wir haben Menschen, die haben vorher als Projektmanager gearbeitet. Wir haben Menschen, die waren vorher Wirtschaftsingenieure oder sind Wirtschaftsingenieure. Wir haben Menschen aus der Pflege, wir haben Menschen aus der Gastro-Szene, wir haben Berater mit an Bord und wir haben sogar Kinderbetreuer und Betreuerinnen mit an Bord. Ihr seht also dort draußen, es ist divers. Es gibt kein, natürlich kann man vorher schon Programmiererfahrung sammeln und mitbringen, aber wir haben uns so aufgestellt, dass wir quasi bei Null starten und vor allem mit diversen Gruppen zurechtkommen. Und das schaffen wir, indem wir mit 2 Trainern in dem Kurs arbeiten. Und heute gibt es dann tatsächlich die Möglichkeit zu sehen, was können Menschen, die vorher mit Coding, mit Webentwicklung in dem Fall heute nichts zu tun hatten, zu was sind diese Menschen in der Lage nach einem 3-monatigen Bootcamp? Und das sehen Sie gleich live. Ich könnte viel erzählen, ich werde es aber nicht tun, sondern das werden die jeweiligen Gruppen selbst vorstellen. Wir haben insgesamt 4 Gruppen, es gibt 4 Teams und es handelt sich um 4 reale Projekte in dem Fall. Während des Kurses haben wir viel an fiktiven Projekten gearbeitet, die sehr, sehr praxisnah sind. Zum Abschlussprojekt hin haben wir uns dann entschieden, quasi an realen Projekten zu arbeiten und diese dort dann in die Kurse zu geben. Und damit würde ich auch direkt starten mit der ersten Runde, beziehungsweise mit dem ersten Team. Nochmal an die Allgemeinheit, wer Fragen hat zu den Projekten, darf bitte den Chat auf YouTube nutzen oder die Chatfunktion auf YouTube nutzen oder die Kommentarfunktion. Das Team im Hintergrund wird mir die Fragen weiterleiten, sodass ich dann quasi darauf eingehen kann oder diejenigen, die präsentieren werden, dann dort drauf eingehen können. Beginnen werden wir mit dem ersten Team und das trägt den schönen Namen Astrein. Warum Astrein? Es handelt sich bei dem Projekt um eine Webseite für eine Schreinerei, eine kleine, feine Schreinerei, die hier auf dem Super 7000-Gelände sich befindet. Und zwar auch die Schreinerei, die quasi zuständig ist für die Tische, die sich bei uns im Kursraum befinden. Oder dieser schöne Schrank zum Beispiel dort im Hintergrund und. Also eine Schreinerei, die uns sehr, sehr nahe ist und dessen Produkte quasi zur allgemeinen Zufriedenheit bei unseren Teilnehmern sorgen. Und da würde ich quasi auch direkt abgeben an die erste Gruppe. Ja, ich übernehme direkt. Danke dir, Sergio. Bitte. Jascha, magst du den Bildschirm einblenden, unsere Website? Danke dir. Das Team Astrein, wie Sergio eben sagte, wir haben für die Schreinerei Astrein eine Website erstellt, eine Homepage erstellt und hatten die Vorgabe, es soll ein cooles Design werden. Wir, das Team, ist der Mohammad Olfati, der hat den Technical Lead übernommen, der Jascha Hell für den Design Lead verantwortlich, Ariane Bischoff
meine Wenigkeit für Projektmanagement und der Hasan Atli, der sich hauptsächlich ums Coding gekümmert hat. Das Ziel des Projektes war, dass die Website direkt live gehen kann, also nutzbar ist, responsive ist und ein paar nette Animationen hat. Wir haben mit verschiedenen Technologien gearbeitet. In diesem Abschlussprojekt gestartet sind wir mit Figma. Dort waren die Wireframes eingearbeitet mit den verschiedenen Konzeptdesigns, die wir übertragen haben in Code mittels Visual Code Studio, GitHub, Netlify. Und kommuniziert haben wir im Team über Slack und Google Meet. Und das Projektmanagement, da haben wir die Dokumentation auf dem Trello-Board abgebildet oder in einem Google-Doc, um gemeinsam daran arbeiten zu können. Das war die Einführung zu unserem Projekt. Die Stimmung war sehr gut und ich würde an der Stelle gerne an den Jascha übergeben, damit er uns durch die Homepage durchführen kann. Guten Tag, danke dir, Ariane. Zunächst würde ich gerne mit den User Stories starten, mit denen wir gestartet sind mit dem Projekt. Die erste User Story ist, als Supercoder möchte ich eine moderne Webseite haben mit möglichst vielen schönen Animationen. Die zweite User Story ist, als Schreinerei Astrein möchte ich eine Webseite haben, um meine Produkte zeigen zu können. Unsere dritte User Story, mit der wir gestartet sind, ist, als Endkunde möchte ich die Webseite auf jedem Endgerät nutzen, insbesondere ortsunabhängig, das heißt sowohl Handy als auch Desktop. Aus dem Ganzen ist dann eben diese Webseite hier entstanden, die Sie jetzt im Hintergrund sehen. Die Webseite hat relativ viele Animationen, das heißt sowohl hier die Worte, wenn ich jetzt die Seite wechsle, sieht man das, fliegen von oben nach unten rein, ich wechsle nochmal, so, jetzt sieht man es. Wir haben jetzt diese Button animiert, die werden größer in beide Richtungen. Wenn ich jetzt runtergehe auf dieses Logo zur Rechten, das wächst hier so zur Seite herein, also wird so ein Schatten unterlegt. Hier dieses Logo ist ein Scroll-Logo, das blinkt. Wenn ich drauf drücke, springt es runter zu der Section, die wir jetzt zeigen. Diese Section hat Pfeiltasten nach links und nach rechts auch wieder animiert. Drücke ich darauf, wird das Bild gewechselt. Das geht reihum in jede Richtung. Gehe ich weiter runter zum Footer, sehe ich zwei Buttons, die auch wieder animiert werden, wenn ich drüber gehe. Nun gehe ich an den oberen Teil der Webseite. Hier kann ich, wenn ich entweder hier drücke oder hier drücke, zu einer Übersicht gelangen, wo alle Projekte der Webseite dargestellt oder des Unternehmens Astrein dargestellt werden. Einerseits kann ich mit den Fingern nach rechts und nach links scrollen. Auf der anderen Seite kann ich über diese Pfeiltasten den gleichen Effekt erzeugen, unten zu der linken in diesem Ecke. Drücke ich hier drauf, springt es zu dem jeweiligen Projekt. Das heißt, wir haben für die Projekte dreimal die gleiche Seite. Gehe ich hier auf über uns, kommt eine etwas andere Seite, wo eben das Unternehmen vorgestellt wird. Das heißt, hier oben kurzes Intro-Page im Header, scrolle ich weiter runter, kommt ein bisschen Introduction. Scroll ich weiter runter, sehen wir Übersicht von Herrn Wellinger und Herr Kirschner. Und eben, ja, jetzt scroll ich wieder nach oben, drücke ich hier auf Kontakt, kommt von der rechten Seite ein Reiter reingeflogen, in dem ich auch jetzt schon Daten eintragen kann. Das heißt, gebe ich hier ein, mein Name ist Jascha Hell, meine E-Mail-Adresse ist jascha-hell@outlook.de und meine Nachricht ist, hey there, supers. Dann kann ich hier übersenden, geht das Ganze ins Backend und vom Backend bekomme ich eine Notification in mein E-Mail-Fach. Das heißt, es dauert 1-2 Sekunden, bis es geladen wird. Genau. Hier ist jetzt von unserer Webseite direkt in mein Postfach eine E-Mail gelangt, wenn der Kunde eine Anfrage gestartet hat. Nun wechsle ich wieder zurück zu unserer Webseite. Diese Webseite hatte anfangs einige Schwierigkeiten. Das heißt, dadurch, dass wir schöne große Bilder haben, sind die relativ groß und dadurch lädt es relativ langsam, ziemlich mal am Anfang. Wir hatten da irgendwann mittendrin die Wahl zwischen wir ändern unser System zu React oder wir gehen hin und überlegen uns was anderes. Wir haben uns dazu entschieden, als wir auf Gedanken kommen, wir machen einfach die Bilder kleiner mit Hilfe von Tiny URL. Dadurch kleineres Bild, weniger zu laden, schnelle Homepage.
Das nächste, wo wir noch ein bisschen Hürden hatten oder besonders war, ist ja unten dieser Reiter. Der ist am Anfang dadurch, dass wir verschiedene Bildformate haben, beispielsweise hier das, ist das hin und her gehüpft. Das heißt, das Bild hat sich verzerrt, die Pfeile sind hoch und runter und weiteres. Das konnte man damit lösen, dass wir einfach dem Bild eine fixe Höhe gegeben haben. Das heißt, nun funktioniert es. Das Zweite, was anfangs noch nicht funktioniert hatte, ist, dass man hier einen Überschlag hat zwischen dem letzten Bild und dem ersten Bild. Das funktioniert jetzt auch. Das war auf Codeseite zu beheben. Nun zeige ich euch noch ein zweites Karussell, abgesehen von diesem hier. Gehe ich hoch, weiter, drücke nun hier auf dieses viereckige Button auf Projektübersicht, komme ich wieder zu dieser Übersicht dieser drei Projekte von dem Unternehmen Ast rein. Hier, schon angemerkt, kann man nach links sliden und nach rechts sliden und hier unten diese Pfeile verwenden. Eigentlich ist dieser Code sehr, sehr komplex gewesen. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, einen komplexen Code zu implementieren, wo wirklich nichts funktioniert hatte. Und irgendwann in der Nacht ist der Moment ein Geistesblitz gekommen, wie man es noch machen könnte. Und zwar mit eigentlich nur zwei Zeilen Code. Das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Das heißt, ich gehe jetzt auf Software-Ebene. Hier. Hier, das sind die drei Bilder, die Sie eben gesehen haben. Das ist das linke Bild. Das ist das Bild in der Mitte. Dieses hier ist das rechte Bild. Hier hinten sieht man, das Bild, das linke, hat eine ID, genauso das rechte Bild. Hier unten auf Zeile 131 ist der linke Pfeil als Bild hinterlegt und auf Zeile 132 ist der rechte Pfeil als Bild hinterlegt. Drücke ich auf den linken Pfeil, verweist er hier zu dieser ID. Das heißt, er springt nach links. Verweise ich hier, oder drücke ich auf den rechten Pfeil, verweist er auf diese ID. Das heißt, ich springe nach rechts. Das heißt, mit diesen zwei Zeilen Code haben wir das geschafft, was anders so eine halbe Seite gewesen wäre. Das Ganze hat noch ein bisschen Verankerung im Design. Das heißt, gehe ich hier auf CSS-Ebene, sieht man, dass die Position von diesen Pfeilen nun gefixt ist. Das heißt, statt oben zu liegen, wurden sie über Position Fixed und Button da unten gebracht. Und das ist weitestgehend der Code, den wir statt der halben Seite verwenden haben. Und der Effekt ist der gleiche. Was ich Ihnen jetzt auch noch zeigen möchte, bislang haben Sie nur die Desktop-Version gesehen, also sprich das am großen Computer. Wir haben auch zwei Responsive-Versionen gebaut. Einerseits für das Pixel 2 XL und andererseits für das kleine iPhone 5 SE. Das müsste ich Ihnen jetzt zeigen. Weitestgehend sind es die gleichen Elemente. Ich scrolle jetzt einfach mal von oben nach unten durch. Auch hier, das hier funktioniert. Das kann ich hier auch durchdrücken. So, was diese Seite auch noch hat, ist eben aus oben, wenn Sie sich erinnern, haben, waren verschiedene Links gewesen über mein Projekt und ähnliches. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kommt von der rechten Seite ein Slider reingeflogen, wo ich dann erneut auswählen kann, wo ich hin möchte. Beispielsweise, ich gehe jetzt mal zu dieser Über-uns-Seite und man sieht erneut, es funktioniert. Dadurch, dass wir anfangs erst die Desktop-Version gebaut haben und dann erst ein Mobile gemacht haben, also sprich Handys, ist es gewesen, dass dieser Code immer länger wurde und immer komplexer und immer unübersichtlicher. Und mittlerweile sind wir bei knapp über 1800 Zeilen CSS-Code, was schon eine ganz schöne Hausnummer ist für eine Webseite. Das heißt, unser Learning ist aus diesem Projekt, wir müssen unbedingt mit Mobile First anfangen. Das heißt, als erstes Handy programmieren und dann die Elemente neu positionieren für die große Webseite. Das spart viel Code, vermeidet Fehler und ist de facto deutlich effizienter. Das war es jetzt von meiner Seite für die Vorstellung der Webseite. Ich gebe wieder weiter an Ariane. Danke dir, Jascha. Ja, wir haben ein kurzes Fazit vorbereitet für unsere Arbeit, für unsere Abschlussarbeit. Was wären Themen oder was ist ein Thema, was wir gerne beibehalten würden, was gut funktioniert hat? Ich kann nur sagen, dass unser Team Spirit und das proaktive Zusammenarbeiten in dieser Konstellation exzellent funktioniert hat. Regelmäßig wurde gefragt, was kann ich noch machen? Also wir sind dadurch in einem guten Timing gewesen und es hat immer Spaß gemacht. Wir haben auch herzlich gelacht bis zum Schluss.
Was würden wir nicht mehr machen? Jascha hat es gerade angesprochen. Wir haben eine extrem lange CSS-Datei und haben nur in einer CSS-Datei geschrieben. Und dadurch ist die Übersichtlichkeit einfach nicht mehr optimal und müsste definitiv verbessert werden. Kann definitiv verbessert werden. Was würden wir das nächste Mal anders machen? Auch das hat Jascha schon angesprochen. Mobile First ist eine Herangehensweise, dass man ganz konsequent die Prototypen und die Mockups für eine Mobile-Version erstellt und sich dann zurückwärts Reverse Engineering arbeitet auf die Desktop-Version. Aber auch weiterhin würden wir verbessern, unsere Design- und Coding-Standards früher und klarer festzulegen, dass man für Farben, Font-Sizes etc. mit Klassen arbeitet, um die zu verweisen, weil auch da das Thema der Übersichtlichkeit, des Schnellauffindens von Code-Elementen schwierig war. Die 2.0-Version, wenn man darüber nachdenken möchte und könnte, dann würden wir, glaube ich, in React arbeiten, weil wir da die Vorteile haben, in Komponenten zu arbeiten, die wir einfacher aufteilen können, oder mit einer SAS-Lösung. Auch da wieder wäre das Ziel, hauptsächlich eines übersichtlicheren Codes zu erreichen. Das war es von unserer Seite und dann übergebe ich zurück an Sergio und danke für die Aufmerksamkeit. Ich übernehme gerne wieder. Vielen, vielen lieben Dank. Super. Auch vielen Dank für das Teilen der Learnings an der Stelle. Tolles Projekt. Ich kenne die Anforderungen vom Anfang und sehe das Endergebnis und kann sagen, dass auch der Auftraggeber, also die Astreinschreinerei, sehr zufrieden ist und gesagt hat, dass sie sich keine bessere Seite vorstellen könnte. So. Machen wir weiter mit Team 2. Team 2, das Projekt, war eine Landingpage. Für all diejenigen, die jetzt gerade zuschauen und nicht direkt wissen, was eine Landingpage ist, es ist quasi eine Miniaturversion einer Internetseite, zum Beispiel in dem Fall von Supercode, die speziell sich nur um ein Thema dreht. In dem Fall ist das Thema der Landingpages die Workshops und die kostenlosen Workshops, die wir anbieten. Und die wollten wir ein bisschen mehr raus in die Welt tragen und so entstand ein neues Projekt. In dem Team haben gearbeitet Sulush, Edward, Ferdinand und Florian. Ein Team in dem Fall ohne Frau, das einzige. Ich übergebe gerne und wünsche viel Spaß bei der Präsentation. Ja, vielen Dank, Sergio. Gut. Hi, ich bin Florian und ich zeige euch jetzt die Supercode Landingpage, die wir zusammen gebaut haben. Im Team waren wir zusammen, das hatte ja Sergio eben schon erwähnt, wir waren Eddie, Sorosch und Verdi, um eine Wenigkeit. Und gemeinsam haben wir diese Landingpage auf die Beine gestellt. Es hat uns viel Zeit und Schweiß gekostet, aber wir hatten auch alle Spaß daran. Und zunächst einmal haben wir alle Aufgaben verteilt, sodass jeder etwas zu tun hatte und jeder effektiv eingesetzt werden konnte, um diese Seite zu bauen. Der Sorosch, der war bei uns der Projektmanager, also das Mädchen für alles. Er hat eigentlich den ganzen Code einmal schon durchgelesen. Er weiß alles und war auch für GitHub und Netlify zuständig. So, dann haben wir noch den Verdi. Der war für React zuständig und für JavaScript. Und den Edward, der war auch für React und JS zuständig, genauso wie ich. So, was haben wir denn für Technologien auf dieser Seite verwendet? Einmal habe ich schon React erwähnt. Für React haben wir uns entschieden, weil das einfach eine sehr gute Möglichkeit ist, Webseiten effektiv zu bauen und diese Komponenten, die man dafür verwendet, nochmal zu verwerten und neue Sachen damit zu erstellen. Außerdem haben wir über VS Code gecodet, also als Editor benutzt. Und wie ich auch schon gesagt habe, GitHub benutzt, um unser Projekt an alle Mitarbeiter zu teilen. Wir haben außerdem noch eine recht neue Methode verwendet von React und die nennt sich Hooks, um das Ganze einfach noch dynamischer zu gestalten und auch
persönlich, um unser Skill-Level zu erhöhen und mal was Neues auszuprobieren. So, dann wartet ihr bestimmt schon alle drauf, dass ich euch die Seite endlich zeige. Das ist die gute Seite. Supercode Landing Page. Hier landen die Leute, die sich für Supercode interessieren und erstmal was durchlesen wollen und gucken wollen, was kann ich da eigentlich machen? Was gibt es zu sehen? Wir haben hier das Logo, ein schönes Bild und eine Headline, ein Hamburger-Menü und auch gleich die Möglichkeit, Kontakt mit Supercode aufzunehmen. Ich rufe mal das Hamburger-Menü auf, hier oben rechts. Dann öffnet sich eine kleine neue Seite mit einem Kontaktformular, wo man seinen Namen eintragen kann, seine E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Und wenn man möchte, eine Nachricht hinterlassen kann, um zum Beispiel Fragen zu stellen oder Kontakt aufzunehmen. Dann kann man das hier oben bei dem Kreuz wieder schließen und gibt noch eine schöne kleine Animation. So, dann scroll ich mal runter. Du willst programmieren lernen, aber weißt nicht, wie du starten sollst. Dann kann man sich auf dieser Seite schon mal wunderbar informieren. Und dann fängt das Ganze hier an mit einem Akkordeon. Wenn man hier nämlich draufklickt, dann öffnen sich weitere neue kleine Tabs und man kann sich neue Informationen aneignen. Das Ganze lässt sich auch wieder schließen. So, dann haben wir hier eine weitere Section. Nämlich hier wird der Campus beschrieben. Und in dieser Section haben wir mit einem Grid gearbeitet. Das bedeutet, wir haben ein Raster über die gesamte Seite gelegt und haben das aufgeteilt in verschiedene Quadranten. Dann haben wir diese Bilder genommen und sie jedem Quadranten zugeordnet, genauso wie die Schriften. Das Ganze möchte ich euch jetzt gerne nochmal im Code zeigen, wie das aufgebaut ist. Und so sieht das Ganze im CSS aus. Wir haben also ein Root-Element, ein Parent-Element und dem haben wir ein Grid gegeben. Hier alles definiert dafür, wie das Ganze aufgebaut sein soll. Und dann haben wir hier verschiedene Fotos auf der Website, die wir schon gesehen haben, und haben hier denen gesagt, wo genau sie jetzt in diesem Raster eingeordnet werden sollen. Ungewöhnlich war dabei für mich zum Beispiel Margin Left mit einer Negativzahl. Das habe ich persönlich erst einmal verwendet, als ich diese Sprache gelernt habe. Und diesmal musste ich schon öfter anwenden. Also ziemlich ungewöhnlich für mich, aber hat funktioniert. Gut. Zurück zur Seite. Ich scroll mal wieder ein bisschen runter. Hier haben wir auch noch ein Bild mit einer Animation eingesetzt. Und dann sind wir hier bei den Superpartnern von Supercode. Hier sind verschiedene Bilder aufgelistet, mit denen Supercode verpartnert ist. Dann haben wir hier unten noch einen kleinen Aufruf eingebaut, wo man sich auch Tickets kaufen kann und Kontakt aufnehmen kann und eigentlich auch direkt starten kann. Hier unten ist der Footer mit dem Supercode-Logo und einem Copyright. So viel zur Seite. Das Ganze sollte... Also das war der Auftrag vom Kunden. Das Ganze sollte CEO-freundlich sein und responsive sein. Responsive bedeutet, dass es nicht nur auf einem großen Bildschirm gut angeordnet ist alles, sondern auch auf kleinen Handys oder iPads, damit es halt auf jeder Plattform gut aussieht. Wir haben hier zum Beispiel einmal das iPhone 6, 7 und 8. So würde das Ganze auf dem iPhone aussehen. Dann haben wir hier zum Beispiel beim iPad das Kontaktformular, das sich über das Hamburger-Menü aufrufen lässt. Hier haben wir diese Campus-Section im iPad Pro. Das Ganze, diese ganze Anordnung von den Bildern haben wir hier verändert. Und zwar haben wir es beim iPad Pro so eingestellt, dass man hier eine schöne Galerie hat, bei der man sich durchklicken kann und die Bilder in den Vordergrund behoben werden. So,
bei den Partnern haben wir das dann so eingestellt, statt die Bilder alle in einer Reihe zu haben, was ja ziemlich viel Platz kostet, haben wir die hier so zusammengerafft und hier die Möglichkeit eingeräumt, zu switchen. Genau. So, was waren unsere Probleme beim Aufbau dieser Website? Wir hatten zum Start des Projektes ein paar Schwierigkeiten mit GitHub, der Technologie, womit man dieses Projekt teilt. Und zwar hatten wir immer das Problem, dass wir unsere Projekte nicht ordentlich hochladen konnten und sie auch nicht ordentlich runterladen konnten. Aber das haben wir dann mit der Zeit gefixt bekommen. Ein Glück, es hat ein bisschen gedauert, aber das war zum Beispiel eins unserer Probleme. Ein internes Problem war auch noch unser Zeitmanagement. Wir haben Aufgaben, die wir uns selber zugeordnet haben, unterschätzt und uns dafür zu wenig Zeit eingeräumt, was zu Verzögerungen geführt hat. Was allerdings sehr gut funktioniert hat bei uns, war zum Beispiel die Zusammenarbeit. Wir haben immer Hand in Hand gearbeitet. Wir haben über Google Meet immer gesprochen, konnten jederzeit uns gegenseitig Fragen stellen und gegenseitig helfen. Und es wäre schön, wenn das in jedem Team selbstverständlich wäre. Die Kommunikation hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben auch Slack verwendet, um uns auch außerhalb der Arbeitszeit noch Nachrichten zu schicken und Sachen zu teilen. Genau, dann komme ich zum Fazit. Und da haben wir uns auch überlegt, für die zweite Version dieser Seite, eine verbesserte Version, noch ein paar Sachen zu überarbeiten. Und zwar habe ich hier mal so einen Google Audits Report erstellen lassen. Und hier kann man gleich sehen in Rot, oh, Performance. Performance ist auf der Seite noch nicht, ist ausbaufähig. Und da haben wir uns auch schon ein paar Sachen überlegt, die wir noch verbessern können. Das zeige ich euch mal hier. Version 2.0, bessere Performance. Das CSS, also die Style-Dateien und das JavaScript, die Funktion, wollen wir verkleinern, also den Code so gering wie möglich halten, damit auch weniger geladen werden muss. Außerdem wollen wir ein Caching einführen. Das bedeutet, dass wenn diese Seite bereits einmal geladen wurde, sie einfach nochmal irgendwo abgespeichert wurde und dann wieder neu aufgerufen wird, damit sie nicht komplett nochmal neu geladen werden muss. Außerdem wollen wir eine GZIP-Kompression unseres Codes einführen, um einfach Code zu sparen. Genau, so, das war meine Präsentation. Ich hoffe, euch gefällt die Seite. Mir gefällt sie auf jeden Fall. Und dann würde ich das Wort wieder an Sergio weitergeben. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. So, perfekt. Dankeschön, lieber Florian, für die Vorstellung. Was ich richtig, richtig gut fand und auch nochmal direktes Danke an der Stelle. Vielen lieben Dank für das sehr ehrliche und für die sehr ehrliche und vor allem sehr gute Reflexion. Top. Sehr, sehr schön. Geht's weiter mit Team Nummer 3. Team Nummer 3, wie mache ich das Intro? Nachdem es in Düsseldorf Super 7000 gibt, Super Code gibt, kommt nun ein neues Mitglied in die Super Familie und zwar der Super Digital e.V. Genau richtig, e.V. Es handelt sich in dem Fall um einen gemeinnützigen Verein, der die Aufgabe hat, in Düsseldorf, in Deutschland, bestenfalls in der Welt, aber fangen wir mal klein an, den digitalen Analphabetismus zu bekämpfen. Und das ist die große Aufgabe für den Super Digital e.V. Und in dem Team waren Hakan, Elaine, Mohammed und Ahmad. Und an diejenigen würde ich jetzt auch quasi abgeben, wenn ich mich nicht irre, präsentiert Hakan oder Elaine, einer von euch beiden. Ich gebe gerne ab und viel Spaß beim Präsentieren. So, vielen Dank, Sergio. Ich übernehme und teile einmal meinen Bildschirm mit euch. So, willkommen, Leute, zum Team 3. Wie ihr gehört habt, bestehen aus den Mitgliedern Hakan Gesam, Mohammed Al-Chibak, Ahmad Hamad und ich, Elaine Wong.
Und zwar war unser Auftrag gewesen, diese wundervolle Seite zu programmieren für den Superdigital-Verein. Und das Ziel dieser Seite war halt, dass es eine Informationsseite sein soll, die die Leistung des Vereins zeigen soll. Der Fokus soll informativ sein, visuell ansprechend und auch positiv nutzerfreundlich. Welche Technologien haben wir genutzt hierfür? Und zwar haben wir uns entschieden, mit React zu programmieren und über GitHub Remote zu arbeiten und mit Netlify das online zu stellen. Unser Kommunikationsmedium war Google Meet. So, jetzt komme ich einmal zu der Webseite. Hier seht ihr diesen schönen Header und oben rechts die Navigationslinks. Und wenn man hier rechts oben auf Kontakt geht, eröffnet sich ein Kontaktformular. Hier kann man dann halt seinen Namen eingeben, die E-Mail-Adresse, eine Nachricht an Superdigital und hier versenden. Und oben erscheint dann hier, dass das erfolgreich abgeschickt worden ist. Wenn ich euch hier dann halt meinen E-Mail-Account zeige, kommt dann hier die Bestätigung, die ich dann vorher mit Netlify verknüpft habe, die E-Mail-Nachricht. Gehe ich jetzt einmal zurück, kann ich hier unten links auf zurückgehen und scrolle jetzt einmal weiter runter. So, hier ist dann die neue, fängt dann die neue Section an und über diesen Button, wenn ich da drauf gehe, scrolle ich runter zur nächsten Section. Und hier erlebt man dann halt die digitale Gesellschaft. Wenn man weiter runter scrollt, hier ist auch eine Animation, die wir eingebaut haben. Die soll dann halt andeuten, dass es halt weiter runter geht. Und hier kommen wir zur neuen Section. Das ist ein kleiner Slider, den kann man manuell hier bedienen. Mit rechts und links diese Pfeiltasten. Und dann erscheint dann immer ein neuer Text. Hier der Text Wirkungsziele. Und ein neues Bild. Und auch hier die Zusammenarbeit. Und so kommt man wieder zurück. Scrolle ich wieder weiter runter. Komme jetzt zu der neuen Section. Über unsere aktuellen Veranstaltungen oder aktuelle Beiträge. Und hier eröffnen sich dann halt ein paar Karten. Und über diese Karten kann man hier reingehen. Links auf diesen Pfeil. Und es öffnet sich dann halt das Event mit den verschiedenen Daten dazu. Hier unten sind dann halt Ticketlinks oder auch die Webseite dazu. Und da kann man sich dann halt dafür anmelden oder sich Informationen holen. Hier oben links über den X gehe ich wieder raus und lande wieder auf die Hauptseite. Wenn ich jetzt hier wieder weiter runter scrolle, komme ich dann zu der nächsten Section. Hier wird dann halt der Vorstand dargestellt. Und auch hier unten bei Erfahre mehr, wenn ich hier draufklicke, erscheint die Information über Lisa Nüsslein. Und über den X gehe ich wieder raus. Dann scrolle ich wieder weiter runter. Und dann die Seite mit der Section macht mit. Hier ist ein Button, da kann man draufgehen, wenn man halt den Verein unterstützen möchte. Und über Close geht man wieder raus. Und genau auch hier über Partnerschaft, wenn man hier draufklickt, erscheint ein Kontaktformular, wenn man sich als Partner in diesem Netzwerk eintragen möchte. Und da geht man hier wieder raus über Close. Und wenn ich weiter runter scrolle, ist dann hier der Footer mit den Social Media Links, den Partnern und Netzwerke von Superdigital. Und am Ende seht ihr unsere Superdigital-Webseite. Hier unten rechts ist euch bestimmt schon aufgefallen. Hier ist ein schwarzer, dunkelblauer Button. Und wenn ich euch dann den einmal präsentiere, wenn man hier oben geht und ich den einmal anklicke, kann ich ihn euch direkt von oben hier anzeigen. Es erscheint ein Dark Mode. Dieser Dark Mode ist dafür da, damit man zum Beispiel Akku sparen kann und der Bildschirm nicht so hell ist. Und auch hier funktioniert das ganz genau wie auf den anderen Bildschirmen.
Cool, oder? So, dann zeige ich euch noch die anderen Versionen. Wir haben die Seite natürlich auch responsiv gemacht für zum Beispiel jetzt Handy-Version. In der Handy-Version erscheint hier oben links ein Hamburger-Menü. Wenn man hier draufklickt, kommt dann halt ein Tab und dann die verschiedenen Links. Und hier auf der rechten Seite wird das dann halt ein bisschen ausgegraut. Und wenn man hier mit dem Daumen drauf geht, auf diese Aussparung, geht dieser Tab wieder weg. Und auch hier, wenn man hier runter scrollt, erscheint dann halt die Webseite für die mobile Version. Hier kann man auch nach wie vor die verschiedenen Bereiche sich anschauen und auch hier die Informationen zu der Veranstaltung. Und zuletzt die Version auf dem iPad und diese funktioniert auch genauso. Ja, dann übergebe ich jetzt einmal an meinen Partner Hakan weiter. Der zeigt euch dann einmal den Code. Ja, vielen Dank, Elaine. Ich muss mal kurz umschalten. Einen kleinen Moment bitte. So, ich möchte noch kurz auf diese Komponente hier eingehen. Und zwar, die sieht zwar sehr unspektakulär aus, aber nichts an dieser Komponente ist statisch. Also da hat man nichts mit HTML-Tags irgendwie statisch reingeschrieben. Alles wird dynamisch. Aus einem Datenarray werden alle Inhalte hier eingefügt. Also nicht nur die in den Karten, die Inhalte, sondern auch wenn man hier auf die Seiten geht. Auch hier diese Inhalte, das Bild, die Links werden alle aus einem Daten.js rausgelesen und dynamisch eingeblendet. Da gehe ich mal kurz auf den Code. Da haben wir eine Daten.js, da sind erst ein Array drin mit verschiedenen Objekten und die beinhalten eben die Daten. Da ist eben die Überschriften, die Bilder, die Links und jedes Objekt hat eine ID. Und die werden dann angesteuert durch den Router, React Router Parameter. Jedes Mal wird die ID ausgelesen, die hier in jedem Datensatz ist eben eine eindeutige ID, die wird dann rausgelesen. Und die erscheint dann auch hier. Ne? Das Array 0 oder Objekt 0 ist hier die mit diesem Überschrift, mit diesem Bild, mit den Links. Wenn man, sagen wir mal, auf die dritte Karte hier klickt, dann kommt man auch auf die IDs fangen natürlich mit 0 an und gehen mit 1, 2 und 3. Also auf die dritte Karte hat die ID 2 und dann werden diese Daten aus diesem Array hier dynamisch angezeigt. Genau. So, dann würde ich noch gerne ein kleines Fazit über unser Projekt ziehen. Was wir behalten würden oder auch weiterhin machen, nutzen würden, ist React. Das ist eine super Sache. Wenn man gerade in Teams arbeitet, kann man sich schön das ganze Projekt in Komponente aufteilen und keiner kommt in die Quere. Auch über GitHub überhaupt keine Probleme gehabt. Dieses Mergen oder gar nicht Probleme gehabt. Lief alles super. Was nicht so gut lief, vielleicht war die Zeitmanagement. Da ist uns ein bisschen zum Ende in die Zeit weggelaufen. Das kann man besser hinkriegen. Und eine Version 2.0 würde ich sagen, dass man die Seite noch dynamischer macht, vielleicht eine API einbindet. Deswegen, die Seite wurde von vornherein so erdacht, dass man Daten.js hier eingebunden hat. Dieses kann man ganz leicht mit ein paar Mausklicks mit einer API ersetzen. Dann wäre die Seite quasi noch dynamischer. Und vielleicht, das Design noch ein bisschen mehr Animation. Aber sonst an sich würde ich sagen, ist das Projekt uns ganz gut gelungen. Ja, danke. Und ich übergebe dir, Sergio. Die Meinung kann ich nur teilen. Das Projekt ist nicht nur sehr gut gelungen, das ist richtig, richtig, richtig gut geworden. Auch die Lisa Nisslein, Vorsitzende von dem Verein, soll ich ein Riesendanke nochmal aussprechen. Ist total happy damit. Vielen lieben Dank auch bei euch nochmal. Vielen Dank auch fürs Teilen der Learnings. Ich hoffe, dass für viele in dem Stream heute, dass sie nicht zu nerdig unterwegs sind, aber das gehört halt nun mal dazu, wenn man bei einer Abschlusspräsentation von Supercode am Start ist. wie geht es weiter? Erste Gruppe, zweite, dritte. Es fehlt also noch eine Gruppe, die vierte und demnach auch die letzte Gruppe heute in den Teampräsentationen. In dem Fall handelt es sich um die Gruppe mit dem Namen Code for Good. Code for Good. Wofür, wie, wo, weshalb, warum?
Nicht nur jetzt aufgrund von Corona, auch sonst gibt es da draußen Unternehmen, die sich oft Programmierarbeit nicht leisten können oder tatsächlich über Digitalisierung sich noch nicht viele Gedanken machen konnten. Und diese Unternehmen da draußen wollen wir gerne unterstützen. Also alle NGOs, alle Vereine, generell aber auch Unternehmen, wir wollen sie gar nicht ausklammern, die unsere Unterstützung brauchen könnten. Für diese Unternehmen wollten wir eine Plattform schaffen, die ihr gleich vorgestellt bekommt, um Projekte bei uns einzubriefen. Dann nicht immer alle wissen, wie man Projekte einbriefen sollte. Bestenfalls leitet einen die Seite durch ein Briefing. Das seht ihr aber gleich. In dem Team waren mit dabei Jana, Alex, Martin und zu guter Letzt der liebe Adam. Und nicht lang schnacken, ich übergebe direkt an Jana, die sich gerade bereit macht. Du darfst gerne übernehmen. Ja, hi. Ich werde erstmal übernehmen. Danke erstmal für die Einladung. Ich teile nun kurz meinen Bildschirm. So. Okay, perfekt. Ja, und wie gesagt, Sergio hat ja schon die Projektaufgabe vorgestellt oder das komplette Projekt vorgestellt. Wir wollten die Leute, die sich es nicht leisten können, ein bisschen näher an diese Digitalisierung heranbringen. Und deswegen haben wir eine kleine Website erstellt, um die Leute besser kennenzulernen und ihnen die Möglichkeit geben, ihr Unternehmen zu digitalisieren. Wir haben die Seite erstmal, das ist die Startseite, wir haben sie so einfach wie möglich gehalten. Und wir haben hier 4 verschiedene Buttons. So, diese Buttons, die sind ein bisschen animiert. Dahinter steckt sehr viel Code. Das wird später aber Diana nochmal genauer erklären. Und wenn ich zum Beispiel auf Erfahre mehr klicke, dann kommt zum Beispiel eine kleine Einführung, um was es genau geht. Dann kommen wir zu dem Interesse und hier nochmal 2 weitere Buttons. Wenn wir auf Fragen klicken, dann kommt erstmal ein kleines FAQ. Bei diesem FAQ werden die grundlegenden Fragen erstmal beantwortet, die man als erstes irgendwie haben könnte. Wenn man dann hier draufklickt, hat man einen Toggle und die Antwort wird direkt eingeblendet. Das klappt auch bei jedem anderen auch. Und wenn man wieder noch einmal draufklickt, verschwindet die Antwort. So, wie kommt man hier wieder raus? Einfach auf das X drücken und man ist wieder auf der Seite davor. So, wenn man auf den Button hier drückt, kommt man wieder zu der Hauptseite. Und dann kann man hier oben rechts auf ein Kontaktformular kommen. Und wenn man dann hier all seine Sachen eingibt, dann wird die Nachricht auch direkt an die betreffende Adresse weitergeschickt und die Person, die hinter dem allem steckt, bekommt dann eine E-Mail mit den nötigen Informationen. Wenn man wieder auf Beenden drückt, dann kommt man wieder zur ersten Seite zurück und jetzt kommen wir eigentlich zum Kernelement der Seite, einer Umfrage. Wenn man bei der Umfrage werden dem User verschiedene Fragen gestellt und dann weitergeleitet zu der bestimmten Person, die dann diese Fragen bekommt und sich so ein bisschen ein Bild vom User machen kann. Und wir machen auch direkt die komplette Umfrage durch. So, wenn wir auf Los geht's klicken, kommt dann erstmal noch eine Informationsseite, was genau hier zu beachten ist, beziehungsweise was genau passiert. Wenn wir jetzt auf Start drücken, kommt die erste Frage und wir gehen das mal durch. Hi, wie lautet dein Name? Trage ich meinen Namen mal kurz ein. So, wie ihr seht, hat er direkt meinen Namen hier übernommen. Und jetzt will er meinen Nachnamen wissen, trage ich auch ein. Meine E-Mail-Adresse. So, weiter geht's. Telefonnummer. Das ist nicht meine richtige Telefonnummer, aber ich denke, für den Zweck wird es reichen. So, und welches Unternehmen arbeitest du? Und mal angenommen, wir sind ein Musiker und arbeiten eigentlich selbstständig und haben jetzt Probleme, dass die Schüler jetzt nicht zu mir kommen können, sondern ich muss ja irgendwie dann online unterrichten. So, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Ich bin ein Mitarbeiter. Und ich überlege dann,
Zum Beispiel, wenn ich es online machen will, wie mache ich eine Online-Präsenz, in dem ich meine Schüler treffen kann und wir zusammen musizieren können? Schreibe ich dazu mal. Kurse. Und wie können wir dich dabei unterstützen? Zum Beispiel erste Informationen zum Thema Video, E-Learning. Cool, gibt es bereits eine Timeline oder Deadline? Ich trage mal einfach ein, schnell wie möglich. Wurde bereits etwas designt oder programmiert? Gehen wir mal davon aus, dass noch nichts programmiert wurde. Und gibt es ein vergleichbares Projekt, das du gut findest? Und da kann man natürlich schreiben, ja, gibt es. Und man kann zum Beispiel schon mal eine Website vorstellen, die einem sehr gut gefallen würde. So. Zum Beispiel gibt es Tender. Das ist jetzt sehr bekannt, aber daran kann man sich ja zumindest orientieren. Gibt es Inhalte oder Fotos? Da gibt es noch nichts. Und wenn wir dann weiter drücken, dann wird nochmal alle Fragen dargestellt mit den Antworten. Und wenn wir jetzt auf Senden drücken, kommt eine kleine Animation, wie es weitergeleitet wird. Und wenn es gesendet wurde, kommen wir zu einer Seite, in der bestätigt wird für den User, dass diese Seite weitergeschickt wurde. So, das ist eigentlich die komplette Seite. Und jetzt würde ich kurz zu Jana übergeben, die ein bisschen vom Code noch erzählt. Und dann gehe ich mal wieder raus und übergebe das Zepter an Jana. Danke dir. Guten Tag nochmal. Jetzt teile ich meinen Bildschirm mit euch und möchte gerne kleine Teil von unserem Code zeigen. Also beim Coding haben wir, wie war es gesagt schon, haben wir React benutzt. Und hier könnt ihr sehen, wie viele Komponenten haben wir benutzt. Und einer von denen zeige ich, also wie war das Umfrage gemacht. Also hier könnt ihr sehen, was haben wir da drin importiert. Und in diesem Teil also haben wir geschrieben, was unsere Backend benötigt hat. Und dann schon ab diesem Teil fangen wir mit unserer Funktion. Also das haben wir benutzt unsere Coden, also für unsere also innere Funktionen. Und beim Start kann man sehen, dass ändert sich Bildschirm von unserer Seite mit Button Start zu Umfrage. Diese Funktion, also hier werden die Antworten gespeichert für Netlify und hier könnt ihr auch sehen, diese kurze Kommentare, die auch helfen, wenn jemand auch, also anderen, unseren Code liest. Dann beim diesem Teil, das ist das größte, glaube ich, Teil in diesem Code, das ist für Knopf, also Netz, zur nächsten Frage. Da haben wir viele Sachen geschrieben, also wie man das Antwort speichert, wie man zur nächsten Frage kommt. Ja, und einige andere Sachen. Ich gehe nicht sehr tief, aber schon, also gibt es da sehr viel. Und da gibt es auch, also für unsere Button zurück, also gibt es auch, aber viel weniger Code. Und hier kann man auch sehen, ein Code für Antworten, also die wir speichern für Netlify und dann weiterschicken. Und wenn wir ein bisschen nach unten rutschen, hier gibt es auch einen Code für unsere Button senden. Unsere Button senden haben wir auch mit einer Library von React gemacht. Da müssten wir auch was importieren, also und installieren. Und ja, da und dieser Knopf hat auch viel Code gebraucht. Und den letzten Teil von dieser eine Teil von also Component, das ist, was wir auf unserem Bildschirm bekommen.
Da haben wir in einige Teile geteilt. Also erste, das ist unser Artikel für Seite mit Los geht's, also mit unserem Start. Beim zweiten Artikel sieht man, wie man also einzelne Fragen auf Bildschirm bekommen kann. Also das, dafür verwenden wir diesen Code. Und bei dritten Teil bekommen wir auf unserem Bildschirm alle Fragen auf einmal mit Antworten schon und unsere Button, den wir schon installiert und importiert haben. Und bei diesem Teil können wir dann auf unserem Bildschirm also unsere Teil mit beenden sehen. Also das war nur einziger Teil von unserem großen Code und jetzt möchte ich gerne wieder Wort an Martin geben. Ja, danke Diana. So, nur jetzt noch mal ganz kurz. Ich wollte euch noch mitteilen, dass die E-Mail, die ich gerade geschrieben habe, oder beziehungsweise das Formular auch bei mir angekommen ist. Also auch das, da funktioniert es wunderbar, perfekt, so wie wir es eigentlich auch wollten. Und jetzt noch mal kurz zur mobilen Seite. Auch die funktioniert einwandfrei. Und ich kann mich hier überall durchklicken. Und es funktioniert, Gott sei Dank, auch. Hier ist nochmal die erste Seite. Wir haben ein bisschen die Schrift angepasst. Wir haben auch noch ein bisschen mehr Abstand gemacht und die Schrift ein bisschen kleiner, damit man es auch von unterwegs auch machen kann. Und im Grunde funktioniert die Seite genauso wie auf der Desktop-Version. So, nochmal, das war jetzt praktisch die Seite. Und jetzt nochmal allgemein wollte ich nur erwähnen, dass wir auch natürlich mit GitHub gearbeitet haben. Das hat wunderbar funktioniert. Wir haben vor allem HTML, CSS benutzt und auch React, wie ihr gesehen habt. Mit React hatten wir da unsere Problemchen, aber ich muss auch zustimmen, um ein Team zu arbeiten, ist React einfach eine wunderbare Sache. Man kann sich extrem gut connecten und jeder kann seinen kleinen Part dazu beitragen, damit die Seite so wunderbar aussieht, wie sie aussieht. Und dazu komme ich auch dann zu den Sachen, die ich gerne behalten würde für die Gruppe. Ich finde, wir haben wunderbar miteinander kommuniziert. Es hat sehr, sehr gut geklappt. Wir können die Aufgaben sehr gut aufteilen. Auch wenn man manchmal das Gefühl hatte, dass manche etwas mehr gemacht haben, einige etwas weniger. Das wäre eine Sache, bei der man noch ein bisschen weiter arbeiten könnte. So, und ansonsten noch was man noch sagen könnte, wenn man die Zeit, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit hätte oder wenn man eine Version 2.0 machen würde, könnte man die Seite noch ein bisschen verbessern. Man könnte zum Beispiel auch noch eine weitere Component hinzufügen, wo es für den User schon mal vorgefertigte Informationen gibt für größere, aber tatsächlich normale Projekte, wie zum Beispiel so ein YouTube-Channel oder wie zum Beispiel digitales Bezahlen. Aber das ist für die Version 2.0. Damit kann man gerne noch daran arbeiten und Ideen austauschen. Das war so. Das war es dann auch von mir. Und ich glaube, wir sind dann auch durch und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Präsentieren. Danke, danke. So, dann übernehme ich jetzt mal wieder an der Stelle. Das waren sie, die vier Projekte, die vier Teams, die hier heute vorgestellt haben. Großes Lob nochmal von meiner Seite und ich bin ziemlich stolz gerade. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe ganz glasige Augen. Riesen Lob von dem gesamten Supercode-Team, von allen Auftraggebern an euch 16 für diese Realisierung der Projekte. Großartig, habt ihr das gemacht. Und nochmal für alle da draußen. Das waren Menschen, die vorher keine Berührungspunkte oder vielleicht nur minimal programmiert haben vorher schon, die in 3 Monaten sich das jetzt angeeignet haben und das gelernt haben, was sie heute hier präsentiert gesehen haben, bekommen haben. Und kurz zu den Abschlussprojekten. Der zeitliche Rahmen, Martin sagte es ja gerade schon, war zu kurz. Bewusst, wir versuchen bewusst, Berufsalltag zu simulieren. Und
Der zeitliche Rahmen der Projekte war genau eine Woche. Jetzt gab es natürlich den glücklichen Umstand mit dem Wochenende, aber in einer Woche wurden gerade diese Projekte realisiert, die Sie gesehen haben, in allen Formaten, also sei es fürs Desktop, sei es für die mobile Version, mit kompletter Funktionalität dahinter. Also riesen Lob auch nochmal von uns und von allen Auftraggebern. Und ein Riesenlob gebührt aber auch, und euch beide möchte ich einmal an der Stelle hervorheben, Anas und Georg, und zwar die zwei Trainer, die den Kurs jetzt 3 Monate lang jeden Tag zeitgleich betreut haben, Master und Assistant Trainer. Riesenlob auch nochmal an dieser Stelle von uns, weil das hätte ohne euch, glaube ich, definitiv nicht so geklappt. Also toller Einsatz und ihr könnt stolz auf euch sein. Die 16, die ihr betreut habt, die 3 Monate, haben riesen Schritte gemacht. Und das Wort hatten wir vorhin schon einmal, ich glaube, es war bei Runde 1 oder bei dem Team 2, das Skill-Level. Und zwar fragen wir am Anfang die Teilnehmenden, wo sie sich inhaltlich sehen. Und wenn wir jetzt betrachten, wo die Teilnehmenden jetzt stehen, lieber Arbeitgeber, sie stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Und wenn wir jetzt das Skill-Level betrachten, steht da. Also von Junior bis normale Webentwickler, 16 Menschen stehen dem Arbeitsmarkt. Nicht ganz, ein paar haben schon einen Job, ein paar bleiben selbstständig. Aber der Großteil steht dem Jobmarkt nun zur Verfügung. Geht ran. Falls sich wirklich jemand da draußen interessiert, der dieses Video sieht, ihr könnt gerne eine Mail schreiben an hallo@super-code.de und dort könnt ihr gerne anfragen und ich leite die Nachricht oder die Anfrage dann zielgerichtet weiter. Danke. Tolle Reflexion, tolle Projekte, tolle Umsetzungen. Super. Wo wir gerade dabei sind, kommen wir zurück zu den Teilnehmenden und zu unserem Kurs. Und zwar haben wir ein internes Supercode-Ranking. Während des Kurses müssen ganz viele Projekte realisiert werden. Und wir bewerten nicht nur die Projekte an sich, sondern auch die ganzen Rahmenbedingungen oder sei es die pünktliche Abgabe des Codes, sei es Fehler im Code oder nicht, auf GitHub gepusht oder nicht. Also es gibt ganz viele Parameter, unabhängig von abgegeben oder nicht, wie man Sachen beurteilen kann. Und wir wären nicht Supercode, wenn wir daraus nicht ein kleines internes Spiel machen würden. Und Trommelwirbel, die Gewinnerin, oh, damit bin ich schon fast zu weit, der oder die Gewinnerin, in dem Fall ist es eine Gewinnerin, lautet Jana. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Supercode Bootcamp Runde 2 gerockt. Yeah. Danke. Du erhältst von uns, wir müssen gucken, wir schicken es dir dann per Post, ein Raspberry Pi, aktuelles Modell mit allem drum und dran, damit du zu Hause ein bisschen weiter programmieren und schrauben und tüfteln kannst. Wir hoffen, du wirst Spaß daran haben. Sehr schön, danke schön. Bitte, hast du die verdient? Ja. Lieben Männer in der Runde, und wieder hat eine Frau das Rennen gemacht. Yeah. So. Wir haben die Projekte gesehen. Wir haben uns bei den Teilnehmern bedankt. Die Gewinnerin ist auch ausgelost. Wie geht es nun weiter? Wie geht es nun weiter mit Supercode? Wie geht es hier weiter heute Abend? Ich sehe gerade, wir hatten eine Frage aus dem Publikum. Die würde ich tatsächlich jetzt gerne noch mal kurz aufnehmen. Und die Frage richte ich an Team Super Digital e.V. Lieber Hakan, liebe Elaine, einer von euch. Die Frage lautet, wie viel Arbeit war es, den Dark Mode zu programmieren? Ja, da würde ich mal gerne antworten. Der Dark Mode ist eigentlich eine Library von React. Das hat nicht sehr lange gedauert. Die Implementierung hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Natürlich muss ich ihn anpassen an unsere Seite, den Code ein bisschen verändern, aber so alles in allem, so in einer Stunde kann man das realisieren. Cool. Wer die Frage gestellt hat, ihr könnt auch da gerne eine Mail schreiben an hallo@super-code.de und dann teilen wir euch gerne die Library, die genaue und die Codes. Schreibt uns gerne. Vielen Dank, Hakan, fürs Beantworten. Gut, ich schaue auf die Uhr. 17.07 Uhr. Eine Stunde ist rum. Haben den zeitlichen Rahmen perfekt eingehalten. Darum möchte ich an dieser Stelle und zum Ende nochmal einen riesen Dank auch aussprechen an die ganzen Helfer im Hintergrund, Sam, Adrian und, die dafür gesorgt haben, dass dieser Stream hier stabil läuft und alles mit Bildschirmteilen und Co. Vielen Dank.
Und ich weiß, Lobeshymnen, aber nochmal zu unseren Teilnehmenden, auch ein Riesendank, dass ihr euch traut, eure Webseiten, die quasi ja gestern fertig geworden sind, heute der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich kenne es nur zu gut, das ist eine Projekterfahrung, wie schnell so etwas auch schon mal bei dem Prototypen oder bei der Präsentierung schiefgehen kann. Lob an der Stelle, alles richtig, richtig gut gelaufen. Wie geht's weiter mit Supercode? Die eine Runde haben wir jetzt beendet, das Bootcamp Nummer 2. Bootcamp Nummer 3 steht in den Startlöchern. Es wird ein neuer Kurs starten am 18. Mai. Da haben wir tatsächlich noch ganz wenige Plätze frei. Also wer sich dafür interessieren sollte und uns gerade hier zuschaut, meldet euch gerne bei uns. Es gibt einen Prozess, wo ihr durch müsst. Ihr müsstet einmal kurz unseren Workshop besuchen, unseren kostenlos und. Und da auch die beste Überleitung für jetzt. Und wer generell Interesse hat, sich bei dem Thema Coding und Programmieren mal zu testen, jede Woche veranstalten wir kostenlose HTML- und CSS-Workshops. Der nächste findet genau heute statt. Jetzt gucke ich nochmal auf die Uhr. Und zwar in einer Stunde. Wer also heute noch Zeit und Lust hat und jetzt gerade angefixt wurde durch die ganzen Projekte, der kann heute in einer Stunde sich testen. Tickets gibt es auf Eventbrite, gibt es bei uns auf Facebook. Meldet euch an, macht jedes Mal tierisch Spaß. Und damit möchte ich die Runde heute auch beenden. In völlig ungewohntem Format. Normalerweise würden wir jetzt noch ein Bierchen trinken oder ein alkoholfreies Bierchen oder was auch immer. Wir würden etwas essen und zusammen nochmal lachen und viel quatschen. Das schieben wir auf, liebe alle. Des Bootcamps Nummer 2, das holen wir nach und auch alles. Und wir werden definitiv, sobald wir unsere Türen wieder öffnen können, das Ganze aufholen. Nun aber wünsche ich allen da draußen, euch 16, allen Helfern, dem gesamten Supercode-Team, wünsche ich einen schönen Feierabend. Bleibt gesund an die 16. Ich bin gespannt, wo die Reise für euch noch weiter hingeht und bin da tierisch gespannt, wo ihr landen werdet und wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Den Alumni-Slack-Channel werden wir einrichten, sodass ihr auch weiterhin noch mit euch in Kontakt sind. Von meiner Stelle aus vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Oktober und im August und im Oktober, im Juli und im Oktober folgen die nächsten Abschlusspräsentationen. Dann vom Teilzeitkurs und dann das nächste Mal von dem Vollzeit-Bootcamp. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mal. Danke fürs Einschalten. Auf Wiedersehen.